Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. In meinem letzten Video habe ich erwähnt, dass die Studierenden jetzt an die Beijinger Universitäten zurückkehren. Heute bin ich auf dem Campus der Peking-Universität. Schauen wir mal heute, wie die zurückkehrenden Studenten von der Uni empfangen werden. Zum Schluss aller Studenten müssen sie sich zuerst an diesem Empfang anmelden und ihre Temperatur messen lassen. Das Anmeldungszentrum, in dem Studienberater auf die Studenten warten, ist rund um die Uhr zugänglich. Aber die Arbeit der Uni ist schon längst angefangen. Alle Mitarbeiter, die für das Leben der Studenten zuständig sind, sind am 27. Januar während der Winterferien nach Peking zurückgekehrt. Seitdem sind wir jeden Tag 24 Stunden online, um den Studenten zu helfen und ihre Probleme zu lösen. Sie sind in ihrer Heimat und wir sind hier auf dem Campus. Wir kümmern uns darum, ihre Lehrbücher oder andere Gegenstände, die sie brauchen, zu holen und ihnen zu schicken. Einige Studenten hätten nie gedacht, dass sie so lange zu Hause bleiben würden und haben ihre Computer nicht mitgenommen. Ich selbst und unser Institut allein haben schon hunderte Pakete abgeschickt. Für die Studierenden stehen Busse an allen Bahnhöfen und Flughäfen zur Verfügung. Sie können direkt mit dem Bus zurück zum Campus fahren. Wir bieten den Studenten 24 Stunden Abholservice und stellen an 6 Bahnhöfen und Flughäfen in Peking Shuttlebusse zur Universität zur Verfügung. Nachdem sie am Campus angekommen sind, können sie sich schnell am Anmeldezentrum in Form einer One-Stop-Meldestelle anmelden. Die Kantine haben viele Präventionsmaßnahmen getroffen, um einen 1 Meter Abstand zwischen den Studenten zu garantieren. Viele Tische wurden auch umgestellt und Mahlzeiten können auch draußen gegessen werden. Ich war fast 6 Monate zu Hause. Ich habe den Campus sehr vermisst und freue mich seit langem darauf, zurückzukommen und mein letztes Semester auf dem Campus zu genießen. Covid-19 ist extrem ansteckend. Wir müssen uns gut auf einen langfristigen Kampf gegen das Virus vorbereiten. Als Alumna der Universität hoffe ich, dass alle Studenten gesund bleiben und die Zeit an der Uni genießen können. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Meng Yu. Tschüss und bis zum nächsten Mal.